Haben Sie es auch schon gehört, die tolle Nachricht? Die NATO kriegt Zuwachs. Oh, ja. Die süßen Zwillinge heißen Finnland und Schweden. Wir erinnern uns, Putins Einmarsch in die Ukraine sollte eine Ausweitung der NATO nach Osten verhindern. Dafür kriegt er eine nach Norden. Glückwunsch zum Eigentor, Wladimir. Hochverdient. Ja, Schweden war 200 Jahre neutral am Stück, Finnland über 70. Jetzt treten sie der NATO bei. Und auf der russischen Seite der Grenze ist man menschlich enttäuscht. Finnland ist gleich um die Ecke. Die Reaktionen hier reichen von Unverständnis bis Ärger. Ich weiß nicht, warum die jetzt Angst haben vor uns. Früher hatten sie keine. Ja, voll crazy. Warum haben die plötzlich Angst vor Russland? Haben wir irgendwas gemacht, sag mal? Herr Putin hat sich total verrannt. Er ist völlig isoliert. Selbst Österreich und die Schweiz diskutieren heutzutage ihre Neutralität. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Vatikan auch nachzieht. Ne? Ja, natürlich. Ne? Der NATO-Beitritt und schwere Waffen bei Rheinmetall bestellen. Ja, logisch. Ne? Ich meine, ja. Er kann alles tragen. Tja, Putin offiziell verzockt. Wer legt sich freiwillig mit den Finnen an? Ein Volk, das die meiste Zeit des Jahres im Dunkeln sitzt und schlechte Laune hat. Übrigens wurde die entscheidende Bürgerpetition zum NATO-Beitritt von jungen finnischen Gamern angeschoben. Wir haben mit Freunden in einem Online-Spielforum beschlossen, dass wir etwas tun sollten, um die finnische NATO-Diskussion endlich in Gang zu bringen. Alexi und Sambo und weitere Freunde aus ihrem Online-Spielforum konnten ihre Petition einreichen. Finnland und die NATO, das Thema war damit auf der Tagesordnung. So, Putin, das ist dein Endgegner, Freundchen. Die gefährlichste Spezies der Welt, Computer-Nerds. Ja? Viele von denen sprechen nur Klingonisch. Nebenbei hat Finnland aber auch eine top ausgerüstete Armee und allein 900.000 Reservisten unter Waffen. Schweden wiederum verfügt über hochmoderne U-Boote und alleine 100 Kampfflieger. Ja, mit anderen Worten. Mit anderen Worten, Schweden und Finnland sind eine echte Verstärkung für unser Bündnis. Ja? Jetzt müssen zwar noch sämtliche Mitgliedstaaten zustimmen, aber welcher halbwegs normale Mensch könnte da irgendwas dagegen haben? Bitte? Oh nein! Wie können wir ihnen trauen? Schweden ist eine Brutstätte für Terrororganisationen. Deine Mutter ist eine Brutstätte für Terrororganisationen. Mein Gott. 2019 hat die Türkei bei Putin Flugabwehrraketen gekauft. Die Türkei als NATO-Land. Mitten in der größten Krise erpresst der Sultan die Allianz. Experten sagen, in Wirklichkeit will er die Lieferung von amerikanischen Kampfjets erzwingen, die er braucht, unter anderem, um Kurden in Syrien umzubringen. Schöne Wertegemeinschaft, unsere NATO, oder? Wer da alles mitmachen darf? Wirklich? Wer da alles mitmachen darf? Viktor Orban. Ja? Viktor Orban und Ungarn zum Beispiel, die ebenfalls auf Erpressung setzen. Er hier droht mit Veto gegen das Ölembargo. Es sei denn, wir erstatten ihm jeden Cent Verlust. Was sind das eigentlich für Verbündete? Wir arbeiten intensiv mit den Ungarn. Die haben objektiv einige Probleme zu überwinden. Zum Beispiel ist das ein Land, das keine Küste hat. Ja, aber da können wir jetzt auf die Schnelle nichts dran ändern. Man kann ja keinen Korridor bis zur Ostsee freisprengen, ne? Ja, sie meint wegen Flüssiggasterminals und so. Vor allem Ungarn und die Türkei beweisen, so erfolglos ist Putin gar nicht bei der Spaltung des Westens. Immerhin, zum Glück, beim Eurovision Song Contest, da waren wir uns alle einig und haben die Ukraine auf Platz 1 gewählt. Ja, hat Deutschland da eigentlich auch mitgemacht? Platz 6. Ah nee, 6 Punkte. Ja. Höchste Zeit für Reformideen. Und zwar bei ESC und NATO. Irgendwer mit Medien. Mit Friedrich Küppersbusch. Ja, viele Menschen hatten ja Angst, dass der Krieg uns die unschuldige Freude am ESC nimmt. Doch es kam anders. Durch die Lieferung schwerer Punkte aus ganz Europa hat der ESC vielen russischen Staatschefs den Spaß am Krieg verdorben. Ausgerechnet die schlagerselige LGBT-Gemeinde hat, wie wir Lanzer sagen, den Spieß rumgedreht. Die Buchmacher hatten es in Turin, der nächste ESC wird in der Ukraine stationiert.
Damit gerät die NATO, hier vertreten durch Ursula von der Leyen und Jens Stoltenberg, einmal mehr ins Hintertreffen. Wollen wir doch mal vergleichen. Das westliche Gesangsbündnis hat 40 Mitglieder, die NATO nur 30. Die Musikanten engagieren sich politisch fürs Gendern, für den Frieden und für das unbedingte Menschenrecht, als singende Altmetallsammlung die Tassen im Schrank zu zählen. 1, 2, 7, 7, 1, 2, 3. Ja, die NATO dagegen ein hirntot zerstrittener, modisch völlig hoffnungsloser Haufen. Der Ungar Orban etwa vergisst ständig, wer der Feind ist. Und der Türke Erdogan will unbedingt selber beim ESC auftreten. Ja, richtig geraten. Das war natürlich, das stinkt hier bei The Masked Singer. Außerdem will Erdogan Schweden und Finnland nicht dabei haben. Die Kneckeflanke der NATO könnte ihn beim Kurdenmorden stören. Hässliches Mobbing, also schon in der Vorrunde. Dabei verfügen gerade die tapferen Finnen über die wohl abschreckendste Waffe des Westens. Sie kommen so harmlos daher wie ein finnischer Tanzlehrer. Johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin. Oikealla sivulle nostamme lanta. Oikea yhteen, vasen sivulle nostamme lanta. Sie sehen richtig, da links Christine Lambrecht beim Abschlussball ihres Sohnes in Turku. Ja, die einzige Gemeinsamkeit zwischen der NATO und dem ESC, die Deutschen landen immer auf dem letzten Platz. Schon 8 Mal bisher, also 45 nicht mitgerechnet. Vielleicht ist es also gerade an uns Deutschen, die beiden Formate endlich zusammenzuführen. Der NDR will das noch nicht wahrhaben, aber im Verteidigungsministerium sind die Planungen dazu bereits weit fortgeschritten. Hören wir den Singer-Songwriter unter den Panzergenerälen, Dr. Christian Freuding. Und so das Gefecht der verbundenen Waffen müsse sich im Prinzip vorstellen wie ein großes Symphoniekonzert. Die Instrumente müssen zusammen einen guten Klang ergeben. Schön weggetreten. Beide Organisationen wurden in den 50ern groß, mit Ländern, die eben noch gegeneinander Krieg führten. Beide haben inzwischen Russland als ihren wahren Gegner erkannt. Glauben wir also an eine bessere Zukunft, in der wir eines Tages sagen werden, ach komm, die NATO, das ist doch nur der bewaffnete Arm des ESC. Irgendwer mit Medien, mit Friedrich Küppersbusch. Friedrich Küppersbusch legt ESC und NATO zusammen. Warum nicht? So, meine Damen und Herren. Meine persönliche Frage, fühlen Sie zu Hause sich auch gerade so entlastet? Ja, das liegt sehr wahrscheinlich am großen Entlastungspaket der Ampel. 300 Euro für alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen, 200 für Sozialleistungsempfänger und 100 für Kinder. Keiner wurde vergessen. Also, außer die 25 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die kriegen leider nichts. Ja, keine Ahnung, warum. Und durchaus peinlich für eine Regierung unter SPD-Führung, aber ich wette, da arbeiten die Sozen längst mit Hochdruck dran. Wenn ich mir ansehe, dass wir zum Beispiel manche Rentnerinnen und Rentner haben mit sehr niedrigen Renten, die aber keine Grundsicherung im Alter und auch keinen Wohngeldzuschuss bekommen, dann verstehe ich, dass es dort noch Fragen in unsere Richtung gibt. Und das werden wir ganz aufmerksam auch weiterhin begleiten. Och, wie aufmerksam, oder? Mehr kann man nicht tun. Leute, es gibt so viele Rentner in Deutschland, die unschuldig in Not geraten. Ja, zum Beispiel. Das Entlastungspaket der Ampel ist in jedem Fall gut gemeint und ein wichtiges Signal, aber es ist sozial total unausgewogen. Tatsächlich landet der größte Teil der insgesamt 23,6 Milliarden im Paket bei Menschen mit hohem Einkommen. Das ist so. Zum Beispiel dank Tankrabatt. 3 Monate lang wird die Benzinsteuer um ca. 30 und die Dieselsteuer um 14 Cent gesenkt. Konsequenz, je mehr ich verbrauche mit meiner Karre, desto mehr spare ich. Hurra! Ja, genial. Ich meine, klar, es profitieren natürlich auch Pendler mit niedrigem Einkommen und Berufsfahrer. Oh, schön. Es ist innerhalb von einer Minute von 2009 auf 2049 gestiegen. Das ist ja edel. Innerhalb von einer Minute, nur weil ich einmal gewendet habe, kostet der Liter Sprit 4 Cent mehr. Ey, das gibt's doch ja nicht. Gibt's doch ja nicht. Ich war einmal kurz kacken, jetzt muss ich das Auto verkaufen. So, für ihn und seine Kollegen freut mich das natürlich mit der Spritsteuersenkung. Aber wann, das würde mich interessieren,
senken Sie die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Wann? Bei den einkommensschwächsten 20% in Deutschland macht die Mehrwertsteuer 2/3 ihrer Steuerlast aus. Da muss man ansetzen. Der Staat könnte statt 7% auf Grundnahrungsmittel auch 0% kassieren. Warum machen wir das nicht? Hartz-IV-Empfänger müssen sich klar machen, kriegen am Tag 5 € für Lebensmittel. Das reicht bald noch für eine halbe Paprika. Gott, ist das deprimierend. Komm, lass uns schnell über was Lustiges reden. Das 9-Euro-Ticket für 9 € 3 Monate lang mit Bus und Bahn überall hin. Geilomat. Das könnte diesen Sommer für Pendlerinnen und Pendler vor allem bedeuten, zusammenrücken. Wenn ein 9-Euro-Ticket kommen sollte, dann wird der Zoch auf jeden Fall explodieren. Meine Damen und Herren, aufgrund des 9-Euro-Tickets wird die Regionalbahn nach Altenbeken leider explodieren. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Weil natürlich hat der Mann, den wir gerade gesehen haben, recht. Eigentlich müsste man vor Start des 9-Euro-Tickets deutlich mehr Züge und Personal besorgen. Deutlich. Also so, wie es jetzt läuft, ist Chaos vorprogrammiert. Abgesehen davon reden wir hier von einem arschteuren Strohfeuer, das kaum Autofahrer dauerhaft in die Öffis lockt. Es braucht langfristige Investitionen, um das Bahnfahren noch attraktiver zu machen, als es jetzt schon ist. Üstel. Nach 10 Minuten Fahrt wird es kurz unangenehm. Wir hören es plätschern, nachdem ein Mann ohne Hose einsteigt und wechseln den Platz. Wow! Da war noch ein Platz frei? Welche Bahn war das denn? Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, die Bahn solle, Zitat, Rückgrat der Mobilität werden, auch im ländlichen Raum. Leider wurde dieses noble Vorhaben wegen der Haushaltslage aufs, Achtung, Abstellgleis gefahren. Gibt's überhaupt noch gute Nachrichten von der Bahn? Na logen. Alles wird insofern anders als die, als bisher, denn die Scheiben der älteren Zuggeneration lassen die im Neo den Mobilfunk durch und verbessern so den Empfang im Zug ganz erheblich. Irgendwas mit Scheiben? Die sind jetzt anders. Keine Ahnung. Auch beim 9-Euro-Ticket werden übrigens ganze Bevölkerungsgruppen einfach komplett ausgespart. Stichwort Landbevölkerung. Was habe ich von einem 9-Euro-Ticket, wenn in meinem Kaff der Bus nur jeden zweiten Donnerstag bei Vollmond fährt und dann auch noch in die falsche Richtung? Was habe ich davon? Denkt man. Aber Vorsicht, selbst in solchen traurigen Dörfern kannst du dein 9-Euro-Ticket super gebrauchen. Was weiß ich, zum Beispiel als Lesezeichen für das dicke Buch, das du komplett lesen kannst, während du auf den Bus wartest, der nie kommt. Oder weil man ja auf dem Land ist und natürlich ständig in Kuhscheiße tritt, einfach mit dem 9-Euro-Ticket aus der Schuhsohle poolen. Und wenn dann nach Stunden immer noch kein Bus in Sicht ist, kannst du mit dem 9-Euro-Ticket astrein das Lagerfeuer anzünden, das du dringend brauchst, um die hungrigen Wölfe fernzuhalten. Ja. Die Idee ist schon gut. Vielleicht kommen ein paar Leute auf den Öffi-Trichter. Ab Montag kann man sich das Ticket online buchen. Und ab 1. Juni geht es dann richtig los. Das Abenteuer 9-Euro-Ticket. Am besten, man bereitet sich vor. Das 9-Euro-Survival-Tutorial mit Alexander Wipprecht. Leute, viele von euch werden bald zum ersten Mal ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen. Das wird ein Schock, aber keine Angst. Ich bereite euch vor auf den Albtraum. Zur Arbeit fahren mit ekligen fremden Leuten. Oh Gott, ja, sorry, das war jetzt nicht persönlich gemeint. So, ganz wichtiger Unterschied. Euer Auto zu Hause fährt erst los, wenn ihr drin sitzt. Der Bus, so absurd das klingt, fährt zu bestimmten Zeiten einfach ab. Und wegen des 9-Euro-Tickets wird das ein tierisches Gedränge. Und deshalb müsst ihr rechtzeitig erkennen, wer die Schwächsten im Fahrgastrudel sind. Kinder zum Beispiel oder dieser Mann hier. Dem habe ich eben die Schnürsenkel zusammengebunden. Tut mir menschlich leid, aber so ist sie jetzt eben, unsere 9-Euro-Welt. Einige werden das einfach nicht schaffen. Und was dann kommt, kann man leider nicht beschönigen. Auf ein paar ÖPNV-Horror-Classics müsst ihr euch mental vorbereiten.
Niemand weiß warum, aber in jedem Bus gibt es immer irgendeinen, dem sein Döner komplett mit alles nur schmeckt, wenn ihm möglichst viele Leute dabei zugucken und riechen. Noch schlimmer ist nur der blöde Hipster-Student mit dem Longboard, der sich aus irgendwelchen Gründen immer noch irgendetwas umdrehen muss. Au. Oh Mann, au! Übrigens auch eine super Idee, das 9-Euro-Ticket ausgerechnet im Sommer einzuführen, wo sowieso alle vor sich hin ölen. Wo ist jetzt meine Brieftasche? Hey, Leute, ja! Ihr habt den Bus erfolgreich gemeistert. Klickt jetzt mein nächstes Video. Advanced ÖPNV Survival. Umsteigen in die fucking S-Bahn nach Köln-Porz. Dort steht uns allen bei. Das 9-Euro-Survival-Tutorial mit Alexander Wipprecht. Alexander Wipprecht. So, liebe Zuschauer. Was mir auffällt, ein Großteil der Berichterstattung zum 9-Euro-Ticket dreht sich um die Frage, was das alles für die Insel Sylt bedeutet. Ja, man mutmaßt, dass der Sylter an sich wenig Bock hat auf einen Ansturm von Normalverdienern. Es ist wirklich absurd, was da teilweise für uralte Sylt-Klischees gepflegt werden. Wir schalten mal live zu Matthias Matschke vom Verband der Sylter Ferienhausbesitzer. Herr Matschke, verstehen Sie die ganze Aufregung? Ja, Herr Wegge. Für Sie mag das vielleicht amüsant sein, aber für echte Sylter, also Menschen mit Immobilienbesitz, ist das 9-Euro-Ticket sowas wie Hurricane Katrina damals in den USA. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da auf uns zurollt. Meine Frau und ich, wir haben mal gestern gegoogelt, was an diesem Ballermann so passiert. Die Bilder, diese Lieder, das Erbrochene. War, ist ja gut, Schatz. Wir warten jetzt hier auf einen der letzten Fluchthubschrauber. Fluchthubschrauber, bisschen dramatisch vielleicht, oder? Ah ja, hier am Strand von Kampen sehe ich Freunde, die versuchen, ihre letzten Habseligkeiten von der Insel zu bringen, bevor der Pöbel den Strand flutet, wie die Alliierten am D-Day. Sie können das jetzt nicht sehen, aber da vorne ankern überall Fluchtjachten. Alexander, du kannst doch nicht mit der Golftasche schwimmen. Oh Gott. Die Menschen vergessen so schnell. Ich sag nur, 1995, das Wochenendticket. Das war doch genau die gleiche Scheiße. Die Bahn führt das Wochenendticket ein. Die ankommenden Menschenmassen auf Sylt, damals nicht von allen erwünscht. Das ist ein so großer Billigtourismus. Für 3 Mark pro Person. Und wer 3 Mark für eine Fahrkarte ausgibt, hat wahrscheinlich nicht mal 3 Mark Taschengeld. Ja. Ältere Sylter erinnern sich mit Schaudern, weißt du noch, 95, als 10.000 mit ihr Fokuhila-Frisuren und Eibroten in Tupperdosen aus den stinkenden Zügen gequollen sind? Hier, so sah das damals am Strand von Westerland aus. Solche Bilder dürfen nie wieder von deutschem Boden ausgehen. Herr Welke, schon ohne 9-Euro-Ticket sind die Züge nach Sylt im Sommer am Limit. Diese Insel ist schlicht nicht dafür gemacht, dass jeder einfach herkommen kann. Und deshalb, Sekunde, ja, sprengt der Fremdenverkehrsverband heute den Hindenburgdamm. Das verschafft uns mehr Zeit. Die Menschen haben schlicht Angst. Einige Makler befürchten schon, die Grundstückspreise auf Sylt könnten bald runtergehen auf Hamburger Niveau. Also dritte Welt. Oh, so, jetzt müssen wir leider Schluss machen. Da kommt unser Hubschrauber. Hier. Bin ich froh, dass wir ganz ohne Sylt-Klischees ausgekommen sind. Matthias Matschke, vielen Dank. Ich auch. Hallo Leute, ich bin's, der heute schon Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?